1, 2, 3, 4. Musikalische und spektakuläre Show für euch. Herzlich willkommen beim Talk der offenen Tür! Es wird auf jeden Fall rocken bei uns. Peter, danke. Und mein erster Gast, der wartet sogar schon an der Bar, wie es so häufig ist. Und zwar habe ich hier der Mann mit den Locken. Da schleiche ich mich mal ran. Nicht dieser Mann, genau, einfach hier in die Lücke. Und zwar habe ich Markus Großkopf bei mir, den Bassisten und das Gründungsmitglied der Heavy-Metal-Band Helloween. Guten Abend, Markus. Meine Lieben, schönen guten Abend. Ich begrüße euch mit Handschlag und alle beim Namen. Hast du deine Fans mitgebracht? Wie bitte? Klong. Hat das wehgetan. Hast du deine Fans mitgebracht? Ja, einen habe ich oder zwei oder so. Und die sind beide da. Markus, was trinkst du? Bierchen. Ein frisches Bier bitte für Markus und für mich super gern Cuba Libre. Das wäre zauberhaft. Ich habe schon gehört, das ist eins seiner Lieblingsgetränke, ne? Hast du dich über mich informiert, so wie ich über dich? Das wurde mir gesagt, in meiner Branche weiß man alles über jeden. Ist das so? Ja, dann sprechen wir gleich mal über deine Branche. Markus, seit über 30 Jahren gibt es Helloween. Es ist eine echte Hamburger Band, 1984 gegründet. Und weißt du, was vor ein paar Tagen die Deutsche Welle geschrieben hat? Die hat rausgebracht eine Top-10-Liste der deutschen Rockbands. Also, welche sind am einflussreichsten, welche am erfolgreichsten? Und du bist ihr seid auf Platz 3. Rate hinter wem? Sind wir denn erfolgreich? Ihr seid super erfolgreich. Rate mal hinter wem? Ach so, hinter Eisenherz oder wie die alle heißen und so. Also fast hinter den Scorpions und hinter Rammstein. Da seid ihr auf Nummer 3. Also ich wurde mal gefragt, von welcher Band dieser Song kommt. Dann habe ich gesagt, ich glaube, die kommen aus Rammstein. Aber so irgendwie. Fast. Kannst mal sehen, was für ein Ignorant ich bin, ne? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Und ihr seid noch vor Tokyo Hotel. Okay, der Kreis mit... Mag sein, dass Rockbands etwas weiter gefasst ist, egal. Also, ihr seid erfolgreich. Also, liebe Astrid, ich bin damals von Amerika über den großen Teich nach Hamburg gekommen, über Bramfeld. Nach Bramfeld gekommen, musste ich flüchten, wegen dem Andrang der Groupies, ohne öffentliche Mittel. Während der Geschlechtsreife musste ich fliehen. Markus, du hast eine so aufregende Lebensgeschichte. Um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten. Finde ich gut. Eigentlich war es das jetzt schon mit Markus. Was war der zweite Teil? Nee, ich habe eine ganz andere Frage. Denn ihr seid ja auch zum Beispiel in Südamerika mega erfolgreich, in Asien zum Beispiel, Japan, kennt euch jede Sau. Sag doch mal, Markus, wann war so ein Punkt, an dem du gesagt hast, Scheiße, Helloween wird richtig groß? Scheiße, Helloween wird richtig groß? Astrid. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Du hast mir das Herz gebrochen. Musst du essen Kuchen gebacken von die Mama. Nein, was war der zweite Teil deiner Frage? Ich wüsste gerne, Markus im Ernst, wann ist dir klar geworden, dass ihr richtig groß werdet? Das wird mir jetzt erst richtig klar, wo ich hier mit dir spreche. Das ist so zauberhaft von dir, Markus. Darf ich noch ein bisschen ranrücken? Ich bin so froh, dass hier gleich Rock'n'Roll stattfindet. Wollen wir anstoßen? Haben wir schon Getränke? Komm, nimm mal das Frische hier. Also nicht, dass wir irgendwas verschwenden würden. Ich nehme beide. Alles klar. So, Prost. Ich schaff's aber nicht so anzustoßen mit Stroh. Wollen wir Prost? Ja, warte, ich halte das Mikro, das kann ich alles. Pass auf. Kann ich, nee, ich will ja... Kannst du Prost sagen und anstoßen? Prost. Mhm. Super lecker. Oder? Wunderbar. Ja. So, ihr haut jedes zweite Jahr haut ihr eine Platte raus. In 30 Jahren sind das 15 Platten. My God, Gavin Wright ist die 15. Wie schafft ihr das, alle 2 Jahre eine Platte und wie ist die Arbeitsaufteilung? Fleißig, fleißig, fleißig. Schreiben, machen, tun, touren. Ja, irgendwann gibt es eine gewisse Routine. Und die setzt du ein, du weißt, wie du Songs hinkriegst. Wenn jemand eine Idee hat, eine Melodie oder so, weißt du fast schon automatisch, wie es zu einer Helloween Idee kommt oder wie du diese Idee zum Helloween-Song machst oder so, ne? Gesetzt der Fall, sie ist gut genug. Meine landen meistens im Ascheimer. Sagen das die anderen? Wer entscheidet denn, welche Songs auf die Platte kommen? Das entscheiden wir alle zusammen. Denn ihr wohnt ja nicht zusammen in einer Stadt. Also wie macht ihr das? Telefonisch, per E-Mail? Nö, wohnst du mit deinen Mitarbeitern zusammen? Ich wohne mit meiner Frau zusammen. Das ist beruhigend. Darf die mitentscheiden? Wie bitte? Darf Eva mitentscheiden? Bist du wahnsinnig? Also demnach offensichtlich nicht. Ja, du hast auch gesagt, ihr tourt, also ihr macht alle 2 Jahre eine Platte, dann gibt es die ganzen Welttours, dann die Festivals. Hast du da, ihr habt in Polen auf dem Woodstock-Festival, dem polnischen, vor 500.000 Menschen gespielt. Ich kenne niemanden, der mal vor 500.000 Menschen gespielt hat, außer dir. Wie, kriegt man da irgendwas von mit? Und ich kenne sie alle beim Namen, oder? Hast du ja auch alle begrüßt, ne? Einzeln. Wie heute Abend hier, das können ja einige Leute bestätigen. Ich war vorne am Eingang und habe zumindest einige beim Namen begrüßt. Nein, da waren natürlich nicht irgendwie 500. Du kannst das Mikrofon mal ein bisschen höher halten, ich kriege einen steifen Nacken. Die waren auf dem Platz und haben viele gezeltet da. Und da waren natürlich nicht 500 Leute auf dem Platz, aber 180.000 locker und haben sich, du siehst eine wabbelnde Masse und freust dich, dass sie irgendwie dir alle so zugetan sind. Das ist natürlich der Unterschied zwischen einem kleinen Club wie heute Abend, was du heute Abend noch erleben wirst. Kannst du Leuten direkt in die, Augen gucken. Da ist die Bühne von dem Publikum so weit weg, dass du noch nicht mal ein Auge siehst. Also, es muss wild sein, muss großartig sein. Du hast uns auch erzählt, Peter und mir im geheimen Gespräch, dass du auch schon vor Herrschern gespielt hast und Backstage mit denen warst. Ich sage mal Stichwort Indien und Indonesien. Du hast schon einiges miterlebt, ne? Ja, bin ja auch kein junger Spund mehr. Was? Findest du wirklich? Du bist 51, ne? Das musst du jetzt auch nicht verraten, ne? Aber ich stehe dazu. Locken wie ein 20-Jähriger. Ja, wir haben in Indien auf dem Auftritt, beim Auftritt kam dann der König, der Sultan mit seiner Entourage und hat dann sich angemeldet und ich habe ihn gefragt, was er trinken will und dann hat er so ein bisschen gestockt und dann habe ich gesagt, komm, kriegst eine Mische, gut ist und dann Feierabend und er hat auch gut mitgemacht, war auch Rockfan und alles irgendwie so, ne? Der war jünger als ich, irgendwie 15 Jahre jünger. Hat ihm offensichtlich gefallen. Der hat auch noch dran zu knabbern, mich kennengelernt zu haben. Markus, zum 30-jährigen Jubiläum habt ihr so einen ganz fetten, ganz tollen Bildband rausgebracht. Und da hast du drin geschrieben, was dir Helloween bedeutet. Ich möchte das mal so ein bisschen zitieren. Helloween ist mehr als ein Job, ist mein Leben, sind tiefe Gefühle in meiner Seele, die immer da sind. Große Liebe, gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen, Liebe, Hass, laut Lachen, Tränen, Vergießen, fühlt sich super an und manchmal schmerzt es. Markus, wann tut's denn weh? Wenn es schmerzt. Okay, und was für Situationen sind das? Naja, wir hatten viele Situationen, du kannst dir ja vorstellen, in einer 30-jährigen Karriere ist nicht immer alles lustig. Da passieren Dinge, da kannst du nicht immer nur drüber lachen, denn geht einer oder du trennst dich von jemandem, das sind schmerzhafte Momente irgendwie in all den 30 Jahren, was auch immer alles dazugehört in einer langen Karriere. Und wir haben einen Schlagzeuger verloren. Der ist nicht mehr, Ingo Schwichtenberg. Der weilt nicht mehr unter uns. Das sind die schmerzhaftesten Momente, die du haben kannst. So in so einer Karriere erlebst du auch solche schmerzhaften Momente kennen, ne? Und musst sie verarbeiten und trotzdem weitermachen, als wenn trotzdem weiter bestehen und ja. Sehr emotionale Momente dann, ne? Würdest du sagen, dass euch das innerhalb der Band auch zusammengeschweißt hat? Oder macht das jeder mit sich selbst aus? Nee, wir haben schon drüber geredet, ob das zusammenschweißt oder nicht. Ist schwer zu sagen. Wir haben einfach gesagt, okay, das ist passiert, was machen wir jetzt? Du setzt dich zusammen, redest drüber. Wir haben immer irgendwie über solche Sachen geschnackt und es sind viele Dinge passiert. Auch in all den 4 Jahren ist ja nicht immer alles Rock'n'Roll und schön und lustig. Wie ich gerade sagte, in 30 Jahren Karriere, da kommen solche Themen auf und die musst du einfach verarbeiten. Ob's alles irgendwie, du machst natürlich auch, wir sind ja alles Menschen. Da passieren Fehler und Dinge machst du falsch und irgendwann sagst du, okay, lass uns das anders machen und lass uns einfach weitermachen. Wir haben uns einfach entschlossen, wir haben das angefangen und machen weiter. Wir haben damit angefangen und wir werden damit einfach nicht aufhören, egal was passiert, ne? Es scheint auch, dass ihr euch ganz gut versteht, wenn man so Videos von euch guckt. Denn wuschelt ihr einander durch die Haare und gebt einander trinken. Ist das richtig nett bei euch? Habt ihr Rituale vielleicht vor der Show? Ach, das sieht nur so aus. Also danach wird auch kein Getränk mehr genommen. Ihr versteht euch eigentlich gar nicht. Ja, nein, doch, morgen. Danke, tschüss. Macht ihr was privat zusammen? Ja, manchmal nein. Gut, manchmal ja, manchmal nein. Markus, du bist der größte Rockstar, den ich hier im Interview hatte. Und deshalb muss ich natürlich auch die Rockstar-Fragen stellen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, wie ist das denn jetzt mit den Groupies? Ja, die sind ja praktisch mit uns gewachsen und älter geworden. Somit muss ich das natürlich verleugnen in meinem Alter. Werfen die Schlüpfer auf die Bühne. Haben sie es getan? Meinst du getragene oder? Also Japan wahrscheinlich getragen, Deutschland eher ungetragen. Wie war das? Trägst du Schlüpfer? Ich habe heute einen an. Verdammt, Markus, jetzt weißt du es. Die nächste Frage wäre einfach nur, wird man damit reich? Mit Schlüpfern? Nee, mit der Rockstar-Karriere. Das schon eher. Bist du also eine gute Partie? Ich bin ja schon verheiratet, guck mal. Ja, ich weiß. Ich wollte ja mit Eva noch sprechen, die ist irgendwo im Publikum. Aber zumindest wollte ich fragen, ob sich das rentiert, Rockstar zu sein. Ja, für mich ja. Das ist schön. Wie ist denn das nach Natur? Starrst du auch mal die Decke an, wenn du irgendwie vielleicht in ein Loch fällst? Oder ist danach einfach Pause und große Erleichterung? Dann kommt die große Leere. So wie jetzt? Die große Leere in meinem Glas. Hallo. Hier ist doch schon das nächste. Ich dachte, das wäre der eins. Nee, meiner ist noch nur einen Ticken angebrochen. In diesem Buch, ne, von dem ich sprach, hast du auch so ein bisschen was zu dir selbst geschrieben. Du weinst, wenn andere weinen, du lachst, wenn andere lachen. Man hat eher so ein Bild vom Heavy-Metaler, das ist eher so evil und richtig krass, aber du scheinst eher der empathische, weichere zu sein. Trifft das? Dann müsstest du mich mal richtig kennenlernen. Was hast du denn morgen so vor? Morgen gar nichts. Wollen wir uns nicht mal... Aber vielleicht interessiert das hier alle anderen auch. Das könnte natürlich sein. Dann steht in diesem Buch noch, ich müsste manchmal die Klappe halten. Stimmt das? Das stimmt allerdings. Vielleicht heute sogar. Wir haben dich ja eingeladen, damit du redest. Ich sag hier heute gar nichts mehr. Ihr könnt mich alle morgen. Ich sag gar nichts mehr. Nee, bleib mal bei mir. Das ist schon in Ordnung. Oder ich trinke manchmal eins zu viel, steht da noch. Ja, oft. Ja, manchmal nicht. Dann aber wieder doch. Guck, da steht doch so viel Wahrheit drin und du bist ein Fan von Rockmusik. Bist du wahnsinnig? Was soll ich denn in der Rockmusik? Ja, weiß ich auch nicht. Sehe ich so aus? Nein, überhaupt nicht. Und Familie, Freunde, alle sind dir wichtig. Ja, das sind die wichtigsten Leute so. Das finde ich schon mal gar nicht. Ich glaube, die sind auch fast alle hier, ne? Bis auf meinen ollen Herrn, der dreht gerade ein bisschen am Rad. der wird gerade so zum Altersrebell. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und sag mal, was steht als nächstes an eigentlich? Also was steht musikalisch an? Ja, wir werden die... Hast du die Reunion schon angesprochen oder nicht? Nee, ich will darauf hinaus, denn wir haben eine Sensation mitgebracht. Um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ich hab's vergessen. Pass auf, ich mach's. Also, wir verkünden folgende Sensation. Helloween wird als komplett Reunion on Tour gehen. Alle 7 Kürbisköpfe werden dabei sein auf Welttournee. Und jetzt hören wir doch mal, ob Kai Hansen eigentlich da ist und würden den mal zu uns bitten. Wo ist denn eigentlich Kai Hansen? Da ist er nämlich, Kai Hansen. Hallo Kai. Du auch hier, das ist ja geil. Sag zu Markus, du auch hier. Kai, wer kam auf dich zu, dass es jetzt eine große Tour geben wird? Mensch, du fauler Stinker, wo warst du überhaupt all die Jahre? Ich war immer unterwegs. Immer. Jo. Wir haben uns auch ein paar Mal getroffen, das weißt du nicht mehr, ich weiß. Wir haben uns oft getroffen, auf Festivals und so weiter und haben halt abends gerne mal zusammengesessen und einen kleinen schnabuliert so. Und da kam dann natürlich so immer wahnwitzigerweise auf, Mensch, eigentlich müssten wir noch mal zusammen, wir wären ja doof, wir müssen nicht machen, bevor wir in der Kiste liegen oder sowas. Manche gehen mit in der Kiste, oder was? Und jetzt macht ihr es. Und zwar 3 Gitarristen. Du hast ja auch gesungen bei Helloween, aber jetzt als Gitarre. 3 Gitarristen, 2 Sänger, nur Schlagzeuger und Bassist, jeweils nur einfach vertreten. Das heißt, du hast keine Pause auf der Bühne, ne? Ich nicht, ne. Ihr könnt euch die 3 Gitarren teilen. Ich bin mit dem Schlagzeug... Wir lassen ihn nicht alleine da oben. Nee, aber ihr könnt ab und zu mal ein Bier trinken gehen. Ich muss mir mal ein Bier reichen lassen. weil ich habe ja viel zu tun. Was wird denn überhaupt gespielt? wenn du wiederkommst, ne? Du küsst das Mikro, Markus. Was wird gespielt? 3 Stunden alle Hits? Wir schreiben noch einen 3-Stunden-Song. Wir machen einfach 3 Stunden Best auf Gunter Gabriel und... Nee, wir spielen einen 3 Stunden Bass-Solo. Ja, das finde ich gut. Dann kann ich ja 3 Stunden Bier trinken. Finde ich super. Auftakt übrigens mit den beiden Herren, Helloween United, 7 Kürbisköpfe im Oktober in Sao Paulo vor bereits 8.000 Zuschauern. Und wir sprechen uns gleich alle noch. Aber jetzt gebe ich erstmal ab zur Bühne. Dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. Bei ihm ist der Spruch, das Leben ist eine Achterbahnfahrtprogramm. Mal ganz oben, mal ganz unten, mal steht alles Kopf. Aber eins ist klar, er war und ist immer in Bewegung. Herzlich willkommen bei Talk der offenen Tür, Gunter Gabriel. Alright. Kannst du unterschreiben? Immer in Bewegung. Ja, das sowieso, das war mein ganzes Leben so. Das hat mit Achterbahn auch gar nichts zu tun. Das Leben ist so. Das Leben ist so. Und du musst eben sagen, ich mache das mit oder ich erschieße mich. Ne? Eins von beiden. Ne? Du bist an einem 11. Juni geboren und bist damit im ein Sternzeichen Zwilling. Und genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Zuckertüten noch kennt, die man früher zum Kaffee da reinbekommen hat. Ja. Und da gab es immer positive Eigenschaften und negative Eigenschaften auf dieser Zuckertüte. Und zwar wollte ich jetzt mal fragen, bist du positiv neugierig? Immer. Ein Zwilling ist unheimlich neugierig. Das ist ja klar. Bist du vielseitig? Ein Zwilling ist vielseitig. Ein Zwilling ist auch schnell gelangweilt. Ah! Bist du spielerisch? Als letzte positive Eigenschaft, bevor die negativen kommen. Spielerisch? Weiß ich nicht. Ich mache einfach das aus Freude am Machen. Ich bin ja im Krieg geboren. Verstehst du? Ich bin ja anders aufgewachsen als du. Meine Mutter hing am Heizungsrohr, als ich 3 war. Sie war tot. Mein Vater kam aus Stalingrad. Als 18-jähriger netter Junge hatte er mich gezeugt. Verstehst du? Als 21-jähriger kam er wie ein Mörder zurück. Vom Krieg? Vom Krieg. Und er kannte dann nur noch Gewalt. Also jetzt so spielerisch zu sprechen, war nicht drin. Mit 14 Jahren war meine Schule zu Ende. Ich kriegte meinem Vater einen Arschtritt und sagte, Volksschule reicht raus hier. Ein Fresser zu viel am Tisch. Und damit war ich draußen. Und damit war ich im Leben drin. War das jetzt ein Spiel? Das heißt, du hast deinem Vater, so gewalttätig er war, auch das zu verdanken, dass du ins Leben reingestoßen wurdest. Ja, genau so. Worunter ich, ja, vielleicht sogar ein bisschen leide. Weil ich habe diese Bürgerlichkeit nie erfahren. Ich war ja mit 14 schon auf der Straße, aber nicht als Obdachloser, sondern war dann erstmal bei meiner Großmutter, die immer so schön Vanillepudding kochen konnte. Verstehst du? Und dann habe ich eben eine Lehre gemacht als Schweißer und Schlosser. Und dann habe ich, um meinem Vater zu imponieren, um seine Liebe zurückzukriegen, weil er sagt immer, du taugst sowieso zu nichts. Ja Mensch, wenn man so aufwächst, das ist da eine große, große Scheiße. Und dann habe ich mein Abitur nachgeholt und habe studiert, Maschinenbau in Hannover. Mhm. Und als ich da fertig war, hat ihn das ein Scheißdreck interessiert. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich wollte doch seine Liebe haben, dass er sagte, ey, du bist ja doch ganz schön geil. Ja? Aber es hat ihn nicht interessiert. Aber ich hatte als Student schon in Clubs gespielt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das, was ich wirklich möchte. Und habe Songs geschrieben. Und darum sitze ich heute hier. Und eine letzte abschließende Frage zum Papa. Konntest du irgendwann in der Zeit deinen Frieden machen mit ihm? Hast du ihm irgendwann gesagt, so, jetzt ist auch gut? Oder ist da immer noch, wo du denkst, wenn ich den jetzt nochmal sehen würde, hätte ich ihm richtig was zu sagen? Ich habe ihn mal, also es hört sich jetzt alles so ein bisschen traurig an, aber eigentlich ist es irgendwie auch idiotisch. Ja. Ich habe ihn dann mal später wieder getroffen. Da war Geschäftsführer, er war eigentlich Schrankenwärter, er muss man vorstellen, er war Schrankenwärter. Deshalb habe ich so eine Affinition zu Eisenbahnen, zu Trucks, ne, von sowas. Ne? Und mein Leben lang habe ich auf Güterwaggons mich, genauso wie Merle Haggard oder Johnny Cash, immer auf Güterwaggons gelebt. Ne? Und als ich 18 war, da war ich Nachtwächter bei einer Spedition in Hannover und er war dort Geschäftsführer. Und dann machte er einen entscheidenden Fehler. Sag ihn uns. Er las auf einer Party aus meinem Tagebuch. Ich schreibe also seit meinem 13. Lebensjahr bis heute Tagebuch. Und er machte sich über meinen pubertären Quatsch, den ich da reingeschrieben hatte, lustig. Und da vor Leuten? Oder? Vor den Leuten in der Party, ne? Und da habe ich ihn mir geschnappt. Und damit war alles erledigt. Ich habe so lange auf ihn eingeschlagen, bis er im Krankenhaus war. Und da war Feierabend. Das kann ich mir vorstellen. Da war Feierabend. Ich fand das eine solche Unverschämtheit mit allem, was war, auch was vorher war. Und das hat mich auch geprägt, ja. Das hat mich geprägt, das werde ich auch nie vergessen. Ne? Ich meine das jetzt nicht bösartig, sondern ich finde es so schade, dass Männer durch den Krieg die ganze Liebe, die in ihnen vielleicht lebt, verloren haben. Ne? Wie bei den Vietnam-Veteranen. Und auch jetzt die Soldaten, die aus dem Kosovo kommen, deutsche Soldaten, die sind zerstört, weil sie gar nicht wissen, was macht meine Frau eigentlich zu Hause in Worpswede. Oder in Oldenburg, was macht die, während ich hier im Kosovo Soldat bin? Ne? Das vergessen immer viele. Ne? Konntest du denn die Liebe, die du vermisst hast, weitergeben? Du hast ja viermal geheiratet, hast 4 Kinder bekommen, 3 Enkelkinder. Wie ist der Familientyp Gunter Gabriel geworden? Ja, das ist es ja. Ich habe mich ja immer nach dieser Bürgerlichkeit gesehnt, weil ich die ja nicht hatte, ne? Verstehst du? Ich habe also sofort geheiratet, weil ich heiraten musste. Ich kriegte den Docht nicht schnell genug raus und somit habe ich ein Kind gezeugt. Und ich habe die Frau geheiratet. Das war damals so üblich, das machte man. Und das würde ich immer wiederholen. Aber ich habe eine Verbindung, eine bürgerliche... Gabriele, ne? Gabriele, ne? Und von der hast du ja dann auch deinen Künstlername Gabriel dann abgeleitet. Ja, genau, genau, ne? Genau. Du bist in Bünde in Westfalen geboren, mit dem Nachnamen Kaspelher und hast ja dann irgendwann angefangen, du hast es gerade schon gesagt, Musik zu machen. Hast angefangen, ich glaube, dein erster Hit war für Rex Gildo, den du geschrieben hast, ne? Geschrieben, ja. Ich war dann Songschreiber, einem großen Verlag, wo auch Dieter Bohlen war und Frank Farian und Rex Gildo und Howard Carpendale und Frank Zander. Und sieht man die denn dann alle, wenn man da schreibt für die, oder muss man einfach irgendwie losschreiben und dann sucht sich derjenige einen Song aus? Also wenn du die Aufgabe hast, für einen Mann wie Rex Gildo einen Song zu schreiben, der hört sich ja anders an, als wenn ich einen Song schreibe für Peter Alexander oder so, ne? Habe ich auch gemacht. Da musste das dem angleichen. Ne? Wenn der gesungen hätte, hey Boss, ich brauche mal Geld, das wäre ein Flop geworden. Ne? Hätte ihm keiner geglaubt. Dann musstest erst du kommen. Dein erster Hit war übrigens, Er ist ein Kerl. Ja, das ist großartig. Musst du dir mal vorstellen. Den Song habe ich geschrieben im Senegal. Da war ich Disc-Jockey. Weil als Songschreiber habe ich ja nicht gleich richtig Geld verdient. Du verdienst ja nur als Songschreiber Geld, wenn du einen Hit hast. Wenn keiner die Platte kauft, dann verdienst du auch kein Geld rein, ja. Also habe ich nebenbei auch als Tischler, ich habe ja immer alles nebenbei gemacht, ja, ich bin niemals irgendwo hingegangen, kriege ich was und so. Ich habe immer mal locht, ne? Gerne auch übrigens. Auch als LKW-Fahrer habe ich gearbeitet, als Taxifahrer. Ich habe Kanalrohre verlegt. Ich habe als Schweißer in Savona in einer Werft gearbeitet. Ich habe mich nie gescheut. Ich habe Essen ausgefahren fürs Finanzamt in Hannover und so weiter. Ne? Oh mein Gott. Also ein Tausendsasser, ja, auf jeden Fall. Aber wenn du für solche Stars Lieder schreibst, du hast ja alle auch kennengelernt in der Hitparade, ja, damals im ZDF, ja. Für die, das war mal eine Sendung, gibt es heute nicht mehr. Wie war denn die Stimmung zwischen den Leuten? War das irgendwie wie eine Familie oder haben die sich gegenseitig das Wasser abgegraben? Nein, das war viel schöner als heute. Ne? Also guck mal, ich bin heute noch, also ich, Ich bin jetzt kein großartiger Schlagerfan, aber Costa Caudal ist heute noch mein Freund. Ich habe seine Telefonnummer, ab und zu rufe ihn an. Ich sage, wie geht's dir und was macht dein Sohn? Fickt er immer noch diese dicke Tante da und so, ne? Die sind verheiratet sogar. Diese Katzenberger. Ja, Katzenberger. Ja, ja, die sind verheiratet. Ja, das darf der. Per Gesetz darf der das. Ja, aber Costa hat zu mir gesagt, und ich habe es auch in der Zeitung gelesen, wenn der sich nicht seinem Weib beugt, der Katzenberger, mit der möchte ich niemals verheiratet sein. Alleine schon diese Glocken, das ist ja furchtbar. Ja, wenn du Rückenlage hast, da denkst du, du bist der Glöckner von Notre Dame. Nur immer mit, das geht ja gar nicht. Aber, aber das ist doch lustig. Ja. Und Jürgen Drews, den finde ich auch großartig. Ne? Ja. Das ist nicht meine Stilistik, verstehst du? Aber die sind ja auch selbst Heino, ja. Wie geil ist der denn? Privat meine ich. Ja. Meine privat. Nicht mit seinen... Nicht mit Junge, wie siehst du denn aus? Das nicht. Ja. Nee. Aber auch Udo Lindenberg. Ich weiß noch genau, wie ich 72 oder 73 sang der in der Schaubude das Lied Mädchen aus Ostberlin, ja? Wo zum Schluss der Satz kam an das Regime der DDR. Da muss doch was zu machen sein, dass man sich öfter sehen kann. Ich fand das so großartig. Ich habe sofort Gänsehaut gekriegt, habe in dem Studio angerufen vom NDR in Hannover, Hamburg, ne? Und er kam ans Telefon und 2 Tage später war er bei mir zu Hause, in meiner Wohnung in Berlin, mit einer großen Pulle Stonsdorfer. Ja, das könnte Udo Lindenberg gewesen sein. Ja, das Udo Stonsdorfer erwähnt, ja, das muss er gewesen sein. Damals Stonsdorfer. Da hat er noch kein Eierlikör getrunken. Aber das ist doch geil. Ne? Ja, das ist geil. Du, jetzt nochmal ganz zum Schluss. Für alle Leute, die Homepages haben, wo ist denn die Kamera? Ach, da ist er. Talk.de, ne? Das ist ja unsere Homepage. Wir waren ja bei dir auf dem Hausboot. Da kann man übrigens sehen, du hast ein Lied geschrieben für Helene Fischer. Das, wie sieht's aus? Wann hören wir das? Ja, ich weiß ja nicht, ob sie es wirklich aufnimmt. Ich habe jetzt gerade gehört, dass sie 2000 Songangebote hat. 2000, wer will die Scheiße sich anhören? Ja, aber du bist Gunter Gabriel. Ja, ja, ich muss jetzt mal sehen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den Silbereisen getroffen. Ne? Ja, die sollen ja auch miteinander was haben. Ja, das ist ja auch alles sehr dubios. Ja. Aber ich meine, Helene Fischer, ich finde es ja fantastisch, was da passiert ist. Ne? Aber es ist nicht meine Musik. Ich habe ja auch gesagt, atemlos durch die Nacht. Okay, eine schöne Zeile. Aber die zweite Zeile, kennst du die zweite Zeile? Ja, ja, bis der junge Tag erwacht. Ja, was das für eine Scheiße. Ich habe zu ihr gesagt, die zweite Zeile hätte sein müssen. Atemlos durch die Nacht, bis das Bett zusammenkracht. Ein wunderbares Schlusswort für unsere erste Runde. Auch ein Mann mit vielen Talenten steht jetzt bei Astrid. Wir kommen gleich wieder. Jawohl, ich stehe neben Sportmoderator, Komponist, Comedian und neuerdings auch Start-up-Unternehmer Lou Richter. Guten Abend, Lou. Guten Abend, Astrid. Guten Abend. Applaus. Wir haben dich ja ganz speziell in diese musikalische Sendung eingeladen, denn du spielst Gitarre und Bass. Ich spiele beide Instrumente so schlecht, dass ich es eigentlich keinem antun kann. Ja, aber ich spiele mit Begeisterung, Bass ein bisschen besser, aber wirklich schlecht, am Ende schlecht. Gut, macht nichts. Du komponierst, und zwar Ballermann-Hits, Kinderlieder, Schlaflieder und auch mal eine Hymne, eine der Hymnen für Schalke. Warum kannst du komponieren? Ich liebe Musik. Also wie wahrscheinlich alle, die heute hier als Gast da sind, Jupiter Jones, die noch später kommen, Gunter Gabriel sowieso und meine alten Freunde von Helloween. Ich habe mich so gefreut, Markus Großkopf und Kai Hansen heute wiederzusehen, weil wir vor über 25 Jahren bei Radio 107... Es war eine schöne Zeit. Wir sprechen noch drüber. Da hatten wir eine Sendung, wo halt Hamburger Musikgrößen ihre Lieblingsmusik auflegen. Und die Jungs von Helloween waren damals da und wir haben 2 außerordentlich amüsante Stunden gehabt, weil die Sachen aufgelegt haben, die man ihnen so nicht zugetraut hätte. Ich sag nicht, was es war, aber Helene Fischer war fast dabei. Sag mal, Lou, war das zufällig diese eine Sendung bei Radio 107, die auch jemandem nicht gefallen hat, weil zu krasse Musik lief? Ja, meine gesamte Medienkarriere hätte im Grunde genommen nach 3 Wochen Radio 107 zu Ende sein können, weil ich den Auftrag bekam, eine Hard-and-Heavy-Sendung zu machen. Und da dachte ich mir, wenn da Hard and Heavy draußen draufsteht, dann spiele ich auch Hard and Heavy. Das ging dann so weit, dass irgendwann der Geschäftsführer mit hochrotem Kopf solche Gartenschläuche am Hals reinkam und sagte, du vergraulst uns alle Kunden, mit dir gehen wir pleite, du legst jetzt Pet Shop Boys auf. Und dann saß ich da und hatte ja eigentlich für mich persönlich eine Mission, eine Aufgabe. Ich sollte Hard und Heavy auflegen und wir hatten relativ viel Post auch gekriegt, weil Leute einfach froh darüber waren, dass mal richtiges Gebratze, bis das Blut unter den Fingernägeln hervorspritzt, im Radio lief. Und dann zwang der Typ mich dazu, Pet Shop Boys aufzulegen. Und ich habe, also, ich glaube, eine ganze Woche lang schlecht geschlafen, weil ich nicht wusste, was machst du denn jetzt? Trittst du in den Arsch und sagst, das war's? Wohl wissend, dass ich nie wieder im Radio dann arbeiten werden würde. Wir haben uns dann irgendwie geeinigt. Die Sendung ging weiter, hieß dann Time to Rock. Und war kastriert, aber immer noch dreckig. Wie schön. Also gut, dass du nicht gefeuert wurdest, immerhin. Zum musikalischen... Mich feuert man nicht. Alles, das ist gut zu wissen. Man lernt nie aus. Lou, aber wir müssen jetzt noch ein paar Titel herausgreifen, die du geschrieben hast, denn du hast einen der allergrößten Ballermann-Songs ever geschrieben. Und zwar 10 nackte Friseusen. Also ich wiederhole nochmal, 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Was ist die Geschichte dahinter? Also es war so, wir hatten damals, das war Mitte der 90er, eine Sendung. Sind nackte Friseusen da? Jetzt hört euch das mal alle in Ruhe an hier. Ich dachte, wären nackte Friseusen da. Es war so, wir hatten eine Farbfernsehsendung, die hieß Comedy Factory bei Pro7. Und ein Element dieser Sendung war Lieder gegen den Frieden. Und das Konzept dieser Sache war, dass Songs gespielt und von mir gesungen wurden, die so katastrophal scheiße schlecht waren, dass der Sänger spätestens im ersten Refrain weggesprengt wurde. Da waren solche Songs dabei wie Schönes Mädel aus Großburg-Wedel, du bist so edel als wie ein Ross, deine Haare, deine Hände, die sprechen Bände in meinem Schoss. Weil solche Texte waren das. Wenn ich dich... Also gar nicht flach. Es war eine Katastrophe, mit dem ich das seinerzeit zusammen gemacht habe. Clemens Winterhalter heißt der, eigentlich ein Filmmusiker, der sich selbst sehr ernst nimmt. Den konnte ich aber dafür gewinnen, dass wir diesen Quatsch machen. Und mit dem saß ich zusammen und habe dann immer gesagt, wenn es länger dauert als eine halbe Stunde, von der Idee über die Aufnahme bis weg damit, dann wird's zu gut. Also es war wirklich absoluter Rotz. Absoluter Rotz. Und einer dieser Songs war 10 nackte Friseusen. Und dann kam irgendwann einer an und sagte, sag mal, das ist so scheiße, das könnte schon wieder bei gut rauskommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich kann das nicht singen. Kennst du einen, der das singen könnte? Ja, ich kenne da einen, und zwar ist der Warm-Upper bei Brit. Ich gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Qualifikation. Wer Warm-Upper ist bei Brit, der ist sich für nichts zu schade. Und dann haben wir den angerufen, und das war ein gewisser Michael Engels, der dann später als Mickey Krause weltberühmt wurde. Und wir sind dann hier ins Studio gegangen und haben gesagt, kannst du dir das vorstellen, das zu singen? Und haben das halt aus diesen 30 Sekunden, aus der 30 Sekunden Schrottversion zu einem, wie soll ich sagen, strukturell kompletten Song gemacht. Also Strophe, Refrain, kleiner C-Teil, Strophe, Refrain, Refrain, aus. So war das. Und das hat er dann gesungen, ist damit nach Mallorca gegangen und stand da relativ schnell auf dem Tresen. Und die haben sich alle gefreut. Und so begann dann eigentlich die Karriere von Micky Krause, und wir haben bis heute Spaß daran, dass es als 10 nackte Friseusen gibt. Wird ja auch bis heute gesungen, bei jedem Après-Ski oder wo auch immer. Du hast ansonsten, ich habe es eingangs schon erwähnt, auch für Schalke 04 eine Hymne geschrieben. Ich würde dich aber gerne fragen, findest du auch, wie ich, dass im Fußball viel zu wenig gesungen wird? Auch bei den Nationalmannschaften nicht mehr. Ich erinnere mich auch an Michael Schanze, es war alles viel schöner früher. Desaster, ehrlich gesagt, dass das nicht mehr gemacht wird. Man muss das, und zwar, finde ich, in der Verfassung verankern, vor einer Europameisterschaft, vor einer Weltmeisterschaft. Hat die Nationalmannschaft ein Lied zu singen? Wahlweise mit Michael Schanze, Udo Jürgens, warte mal, der ist tot, oder? Der ist tot seit 2 Jahren. Oder Helloween? Oder Gunter Gabriel. Mit Helloween. Nationalmannschaft und Helloween. Auch Gunter Gabriel und Helloween. Super, wir fragen ihn gleich. Wäre für mich persönlich ein Traum. Ne? Hey Trainer, ich brauche mehr Amphetamine. Oder irgendwie sowas. Und also ich finde, klar, die müssen einfach vor einer Europameisterschaft und vor einer Weltmeisterschaft einen Song einspielen. Sonst ist dieses Turnier ungültig. Ja, darauf haben wir uns jetzt mal geeinigt. Das, bitte einen Applaus. Die Nationalmannschaft muss wieder singen. Du bist seit wirklich langer Zeit Sportmoderator, auch Sportjournalist, aber du hast natürlich auch selbst Sport gemacht, abgesehen davon, dass du dich für alle möglichen Sportarten interessierst. Fußball, Basketball, aber auch die US-amerikanischen American Football. Du hast Basketball gespielt, das finde ich schön, weil du nämlich, weil du uns erzählt hast, dass du in der Zweitliga-SG Göttingen gespielt hast und dann nach Hamburg kamst und irgendwie mit deinem Spielstil hier nicht klarkamst. Ja, das war relativ kompliziert, weil ich dachte, in der Großstadt ist alles rauer und in der Großstadt sind sie alle wilder und so. Und das war halt im Gegenteil so. Also ich kam aus Göttingen, habe bei der BG Göttingen hießen die gespielt und war da eher so der Mann fürs Grobe. Also meine Aufgabe war, weil ich tatsächlich nicht besonders gut Basketball spielen konnte, aber ich konnte gut hacken. Ne? Also ich konnte gut mit meinem Knie in ein anderes Knie reinfahren, sodass das andere Knie hinterher schmerzhafter war als meins. Wie nett. Also meine Aufgabe war, den Amerikanern, die es damals in der dritten Liga schon gab, den Spaß am Spiel zu nehmen. Ne? Ich habe denen so warm ins Ohr gehaucht zum Beispiel. Das war meine Paradedisziplin bei so Freiwürfen. Also, oh. Nicht im Ernst. Doch, das ist schrecklich. Das ist super wirkungsvoll. Wenn so jemand neben dir steht, weißt du, der ist so eigentlich easy drauf und macht immer 40 Punkte im Spiel. Und dann kommt so einer von der Seite und macht so, na, oh. Schlimm, Lou. Das ist echt schlimm. Aber irre wirkungsvoll. Irre wirkungsvoll. Also auch besonders wirkungsvoll und besonders erfolgreich bist du eben als Sportmoderator. Hast du da, oh Gott, die Karriere ist ja schon über 25 Jahre, glaube ich, lang. Hast du da auch Lieblingsmomente, auf die du zurückblickst? Ja, ich saß mal mit Uwe Seeler und Franz Beckenbauer auf einer Almhütte in Obertau. Und es gibt ja diese Schneeforscher, das ist so ein Zusammenschluss von ehemaligen Nationalspielern und Großindustriellen. Die treffen sich dann in Obertauern und brettern richtig ein. Franz Beckenbauer sitzt dann immer da und schmiert so ein bisschen Nussschnaps auf seine Hand. Ja, der ist gut. Ja, genau, der ist sehr gut. Ja, da mach noch mal einen. Und so, also das ist ganz wunderbar, dann sitzen die da und ich saß halt da wirklich mit Legenden, mit großen Idolen meiner Kindheit, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer, und habe zwischendurch einfach, ich bin so weggedriftet in Erinnerung und die beiden unterhielten sich und ich war eigentlich ja aufgerufen, jetzt eine Frage zu stellen, weil ich der Interviewer war. Und saß dann so da und guckte denen dann nur so zu und habe wirklich total vergessen, dass ich ja eigentlich jetzt was machen muss. Und saß dann da und habe dann irgendwann nur gesagt, ja, dann Prost. Und das fanden die dann auch völlig ausreichend und in Ordnung. Also das ist so ein Moment, der mir ewig hängen bleibt, weil ich komplett einfach die Rolle vergessen habe. Ne? Also so Franz Beckenbauer, Uwe Seeler war herrlich. Aber ich habe natürlich ein paar amerikanische Leute auch kennengelernt, die sehr amüsant waren. Ja. Magic Johnson, solche Jungs halt. Oh, das ist da machen wir noch eine eigene Sendung drum. Wir sind ja beide, wir arbeiten beide fürs Radio, schwingen gerne das Mikro. Weißt du, was wir noch gemeinsam haben? Wir haben Doppelgänger. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass dich ab und zu mal jemand fragt, sing doch mal Alles nur geklaut. Und zwar wirst du immer mal verwechselt mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Ja, ist auch für Sebastian Krumbiegel nicht schön. Ich wollte dich das nämlich fragen, ist das schön für dich? Weil ich würde gern mit dir eine Selbsthilfegruppe gründen. Ja, du wirst verwechselt mit Uma Thurman, wahlweise... Mit wem? Scarlett Johansson. Nein, im Ernst, mit Veronika Ferres. Veronika Ferres, ja. Bitte. Es geht dann immer so, wer ist denn, du erinnerst mich an diese, und dann weiß ich immer schon Bescheid. Und dann fuchteln sie so mit dem Finger vor meinem Gesicht rum und dann sage ich, Veronika Ferres. Und dann sagen sie, ja, aber in nicht blöd. Und wie ist das bei dir? Können wir da irgendwie uns mittwochsabends treffen, um das aufzuarbeiten? Also wir haben sehr früh schon vor, ich glaube fast 20 Jahren, gab es mal eine Sendung bei ProSieben, bei der ich dabei war. Und da sind wir dann zu den Prinzen gefahren und haben Sebastian Krumbiegel und mich halt nebeneinander gestellt und sind nach einhelliger Meinung zu dem Gedanken gekommen, wenn jemand kein LSD gegessen hat, dann sehen wir uns nicht ähnlich. Ja, man selbst sieht das auch nicht. Lou, du hast eine App auf den Markt gebracht mit einigen Geschäftspartnern, die heißt Ticker, schreibt sich TICR. Und zwar können da Menschen alles Mögliche tickern, von Kreisklasse, aber auch irgendwie Kinderfußballspiele. Und das soll eben nicht ergebnisorientiert, sondern erlebnisorientiert sein. Was müssen wir uns wo, wann runterladen? Ja, bitte geht in jeden Store, den ihr zur Verfügung habt und ladet euch Ticker runter, TICR. Witz ist einfach, jedes Spiel ist ein Tickerspiel, ist vollkommen egal, ob ihr ein Fußballspiel auf dem Sofa verfolgt, das WM-Finale, oder aber eurem 7-jährigen Sohn in der Schulturnhalle zuguckt. Jedes Spiel kann man tickern, jedes Spiel kann man mit anderen Leuten teilen. Über Ticker ist eine App, kostet nichts. Ist eine gute Sache, mit der man eben einfach sein Spiel so darstellen will, wie man das Fußballspiel erlebt. Man muss nicht nur Texte machen, man kann Videos machen, man kann Bilder machen, man kann Audios hochladen. Also man kann sein Fußballspiel so darstellen, wie man es erlebt und das dann eben mit anderen teilen. Zum Beispiel auch eine Bockwurst oder das nächste Getränk oder so. Wenn man sehr stark lukullisch interessiert ist, kann man natürlich auch die Würste posten, warum nicht? Aber es ist eben in der Gestaltungsfreiheit eines jeden Einzelnen daraus zu machen, was er will. Das ist das, was ich an der App so mag, eben die Vielfalt, so vielfältig wie Fußball ist, so vielfältig soll diese App auch sein. Das finde ich bombenmäßig. Ich würde sagen, wir sprechen uns nachher noch. Und wir geben jetzt ab zur Bühne und dazu gibt es wiederum Musik, aber in jedem Falle freuen wir uns auf Peter und Gunter. Gunter und ich sitzen hier am Vorabend des Beginns der 11. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL. Du bist letztes Jahr dort gewesen im Dschungelcamp und bist nach 5 Tagen freiwillig ausgeschieden. Was ist passiert? Ja, es war, als wenn man ein Messer in den Reifen gestochen hätte. Ja? Die Luft war plötzlich raus. Man hat bis heute noch nicht rausgefunden, was wirklich passiert ist. Man vermutet aber, und ich übrigens auch, dass es der Biss einer Schlange war, den ich aber nicht mitgekriegt habe, komischerweise. Es gibt ja nicht nur so Riesenschlangen, sondern die kleinen sind besonders gefährlich. Wir haben ja, also viele denken ja immer, der Dschungel ist fake, ja, das ist nur gemacht. Nicht ein Studio in Köln. Nee. Es ist unglaublich. Also ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das mitgemacht habe. Auf jeden Fall nach 5 Tagen merkte ich, ich gehe kaputt. Ja? Und dann habe ich gesagt, aus. Weil mein Leben mir letztendlich wichtiger ist. Aber wieso bin ich überhaupt in diese Scheiß-Sendung reingegangen? Ne? Ja, das ist eine gute Frage, erklär uns das. Ja, also meine Kinder haben gesagt, du bist der bekloppteste Daddy, den es gibt. Ja? Meine Freundin hat sich erstmal 14 Tage entsagt in ihrem Schlafzimmer. Nein! Ja, die war so, was bist du vom Blödmann, du wolltest doch absagen. Aber wir haben die Gagen so weit hochgetrieben, ich habe nicht geglaubt, dass die da mitmachen. Dass sie dir das zahlen. Was? Dass sie dir das zahlen, das Geld. Ja, ja. Ah, ja. Schön blöd. Aber ich habe gesagt, ich gehe in den Dschungel nur umsonst. Das Geld will ich nicht haben, weil viele Leute denken, die gehen dahin, weil die pleite sind. Nein, ich wollte das auch nicht, sondern ich habe vertraglich das so gemacht, dass das Geld komplett an meine Kinder kommt. Die natürlich, als sie das Geld auf dem Konto hatten, ganz anders geredet haben. Erstaunlich! Ja, ja. Ist das nicht, aber war ja sowieso klar. Ne? Ja. Aber es ist unglaublich. Ne? Wir haben auch abgemacht, dass selbst wenn ich nach der ersten Nacht schon das Handtuch werfe, kriege ich die Kohle trotzdem, 300.000. Ja. 300.000 für 10 Tage. War kein schlechtes Geld, ne? Nein, ja. Das muss man sagen. Muss man sich leisten können. Bitte? Muss man sich leisten können als Sender. Ne? Ja. RTL kann's. Haben denn die anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit dir waren, dir irgendwie geholfen? Also als sie merkten, es geht dir irgendwie schlechter, man hat das ja, wenn man das verfolgt hat, auch mitbekommen, waren die eine Stütze oder eine Hilfe? Also die einzige, die ich wirklich dufte fand, das war natürlich diese Birgit Nielsen, ne? Ja, die mit dem Sylvester Stallone, die war auch großartige Frau, ja, muss ich sagen, ne? Und auch diese Wöllersheim mit ihren dicken Titten, ja. Ja. Also nur deswegen oder weil sie auch nett war? Bitte? Nur deswegen, weil sie... Nein, ich hasse große Brüste. Ne? Ach so. Okay. Ja. Also die war einfach auch nett und sympathisch. Ja, sie war auch... Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Grips und so sympathisch ist, ne? Aber damit kommt man auch, Jenny Elvers. Also ich komme mit Frauen sowieso immer sehr gut klar, weil ich Frauen ja für die beste Schöpfung der Welt überhaupt halte, ne? Das steht ganz oben. Und das, aber nicht nur, aber ich meine das nicht im Sinne von Peter Alexander, der immer so ja, das ist so wunderbar, das ist so. Nein, ich bin wirklich der Meinung und Ich bin wirklich der Meinung, und ich finde es schrecklich, dass es Völker gibt, die ihren Frauen dann Sack über den Kopf stülpen und hier oben Schlitzburka, dabei sitzt der Schlitz der Frau doch ganz anders. So, Gunter, wir müssen nochmal auf das Dschungelcamp zu sprechen kommen, weil du gerade von Schlitzen gesprochen hast. Und ist zwar überhaupt keine Überleitung, aber ich muss es ja, irgendwie hinkriegen. Da sind ja Kameras überall. Ja, ja. Im Dschungelcamp. Wir sind übrigens nochmal beim Dschungelcamp. Ja. Da sind ja überall Kameras. Wann vergisst man die? Hab ich sofort. Selbst am ersten Tag, als wir vorgestellt wurden von der Kamera, da hatte ich, hab's ja an der Prostata. Ja? Das heißt also, ich bin jetzt ja 75 Jahre alt. Die Weiber haben ja keine Prostata. Die haben vielleicht verstoppte Gebärmutter oder sowas, aber ich habe eine Prostata. Das heißt also, bei dem ersten Pressemeeting im Hafen noch, ne, von da an der Gold Coast, da musste ich unbedingt schiffen. Aber es war keine Toilette da. Und da habe ich mich einfach an die Kaimauer gestellt, wie ich das auch in Harburg mache von meinem Hausboot. Darum habe ich ja ein Hausboot, dass ich mit dem Stehen schiffen kann. Ja, ne? Reinpingeln. Und da haben die Kameras einfach draufgehalten. Und da sagen die Pols, guck mal, dieser Arschloch Gabriel, schifft da einfach in den Hafenbecken rein. Ne? Ja, was soll ich tun? Soll ich es am Bein runterlaufen lassen oder was? Und das war übrigens auch das Problem im Dschungel selber, dass ich nachts 10-mal raus musste, immer zu dieser Toilette. Die ja irgendwo hinten oben ist oder so, ne? Ja, da muss man, im Dschungel, und man muss in Begleitung gehen, ne? Immer mit Begleitung, dass man da den Abhang nicht runter... Und vor allen Dingen 10-mal, die Toilette war 300 Meter entfernt, 300 Meter hin, 300 Meter zurück, 600 Meter mal 10, 6 Kilometer jede Nacht. Ja. Ja, it's a long way, it's a long way to the top. Sag mal. Nein, aber du lachst jetzt, ich lache jetzt natürlich auch. Ja. Aber diejenigen, die mich begleiten mussten, die sind bald bekloppt geworden. Du hast, glaube ich, zu einem immer Gorilla gesagt oder so, ne? Klar, war das zu Ricky oder so. Ja, aber auch was viele nicht denken, die sagen, ja, das ist doch heiß in Australien, stimmt alles gar nicht. Ne? Es war ganz angenehm, ja. Und dann auch nachts die Grillen. Die Grillen waren so laut, wie 10 Orchester von James Last zusammengenommen. Also ganz laut. Und dann die Vögel dazwischen. Ich habe solche Vögel noch nie gehört, zum Beispiel so. Pass auf. Und dann die anderen. Und dann wieder. Und dann die Affen. Die ganze Nacht. Und dann musstest du pissen. Und dann immer noch pissen. Ja. Ja. Also, konnte kein Mensch schlafen. Ja. Und irgendwann war ich erledigt. Ja. Ich allein schon ja, von den Erzählungen. Aber bin jetzt schon fertig. Aber ich sag dir trotzdem, ich habe schon nach der ersten Nacht erlebt, weil wir leben ja in einer Hochzivilisation, wobei wir nicht mal das richtig wahrnehmen. Aber wenn du dann nachts in der Kälte im Schlafsack und hinter der krabbeln die Skorpione rum und so weiter und diese hohen Palmen und diese Stimmung, und da sagst du, man braucht doch so wenig zum Leben. Trinken, essen, schlafen und dieses B davor. Hm? Mhm. Und mehr brauchst du nicht. Kein 911er Porsche, keine große Wohnung am Eppendorfer Damm oder so. Ne? Das brauchst du, die ganze Scheiße brauchst du nicht. Und das ist der Reichtum, den ich mitgenommen habe aus Australien. Und zum Beispiel auch der Strand, den ich gesehen habe. Ein großartiger Strand, wunderbarer Sand, wunderbarer Brandung. Kein Mensch im Wasser. Warum nicht? Haifische. Ja. Auch Haifische. Ja. Da hast du so ein reiches Land, können die Arschlöcher mit ihrem Arsch nicht ins Wasser gehen, weil die Haifische warten nur, warte, wir beißen dir gleich deinen Kotflügel ab. Ja? Das ist doch pervers. Ja? Da leben die in einem Paradies und kein Mensch kann ins Wasser gehen. Ja? 11 neue Promis werden ab morgen wieder im Paradies wohnen. Wirst du es verfolgen? Bitte? Wirst du es am Tele... Nein. Interessiert dich gar nicht. Das habe ich vorher nicht interessiert und jetzt erst recht nicht, ne? Ist ja klar. Also es ist ja zum Beispiel auch Fräulein Menke, eine Sängerkollegin von dir reingegangen, die hat gesagt, sie hat Geldprobleme, geht's ins Dschungelcamp und so. Also interessiert dich nicht, wer es wird und wer jetzt Nachfolger wird? Das lese ich ja alles in der Bildzeitung. Ja. Kadalot, finde ich, durfte, ist eine geile Alte. Lass mich überlegen, warum. Warum findest du Kadalot gut? Ich war mit ihr in dieser Show auf der Alm. Ah. Und da habe ich gemerkt, dass sie eine liebenswerte Frau ist. Eine wirklich liebenswerte Frau, die nicht den richtigen Lover hat. Das ist natürlich klar. Das ist ja sowieso, die Frauen, die sind da wenn die nicht den richtigen Liebhaber. Guck mal, ich habe 3 Töchter. Das Entscheidende ist, dass ich morgens immer frage, habt ihr Erfolg im Beruf und habt ihr einen guten Stecher? Das ist entscheidend. Also, Erfolg im Beruf und Liebe. Liebe ist das Entscheidende. Ich sage, Love and Peace. Love and Peace. Und das ist jetzt wirklich ein Song von mir, den ich jetzt gerade schreibe. Love and Peace macht das Leben erst süß. Alles andere ist für Schrott. Ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Nee, dem gibt's nicht. Nee, die sind alle so. Love and Peace. Ja. Das ist so. Gunter, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Einige werden ab morgen das Dschungelcamp gucken. Du warst live dabei. Du hast uns gerade gesagt, es ist kein Fake, man kann es gucken. Ja. Es ist saugefährlich. Es ist sehr saugefährlich, ja. Und du hast es überlebt. Und du wirst auch diese Talkshow überleben, Gunter. Das verspreche ich dir. Und vielleicht... Aber eins finde ich scheiße. Was denn? Dass du keine Frau bist. Du bist so sympathisch. Oh. Vielleicht ist das Dschungelcamp ja was für die Jungs, für Astrid. Ich brauche ein Wasser, Leute. Ich brauche ein Wasser. Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich wahnsinnig für Peter freue, dass er so ein nettes Kompliment bekommen hat. Ich habe hier Helge Thomsen übrigens getroffen, unser Ex-Gast, und irgendwie scheint er hier Tag und Nacht zu verbringen. Und Helge, der sich natürlich hier mit Markus unterhält, hat was mitgebracht. Du hast tatsächlich deine LPs mitgebracht, um sie von Markus unterschreiben zu lassen, oder? Das stimmt. Meine Eltern haben versucht, mir klassische Musik beizubringen und ich war irgendwie 19 und dann habe ich mir eine Helloween-Platte gekauft. Dann haben die sich abgewendet und die habe ich immer noch und die habe ich mitgebracht, weil ich... Halt einmal in die Kamera. Weil ich ihn ja noch nie getroffen habe, aber hier ist sie. So sah das aus. Und hat es dir denn was genützt, dass du dich abgewendet hast? Es hat mir was genützt. Ich bin musikalisch für mich selber ganz weit rausgekommen. Ich habe so meinen Weg gefunden. Klavier habe ich nie wieder gespielt. Und die Platte läuft ja immer noch. Das ist ja kein Digitalmedium, das ist ja was Echtes. Und ihr habt sie gemacht. Geil. Das ist so schön. Und wir switchen weiter. Applaus für die LP Markus und Helge. Zu unseren Jungs von Jupiter Jones. Wir werden uns hier durchwuseln. Und zwar haben wir zu Gast Sascha Eigner, Gründungsmitglied und Gitarrist, und den Sänger Sven Lauer. Und halt, hier, Sven, guten Abend. Rück mal rum. Tag. Tag. Sascha, Tag. Tag. Schön, dass ihr da seid. So, erste Frage ist jetzt natürlich klar. Würdet ihr ins Dschungelcamp gehen? Definitely not. Aber Sascha ist großer Zuschauerfan, glaube ich. Yeah. Na toll. Direkt bei der ersten Frage Autos mich. Aber ich tatsächlich, der einzige Trash-TV des Jahres gebe ich mit Dschungelcamp. Und ich finde es faszinierend, wie Menschen so eklige, verfaulte Hoden essen können und so. Also ich weiß nicht, würde mich da sehr schwer tun. Also mein Voyeurismus geht auf jeden Fall nicht so weit, dass ich mir den Januar verscherze, indem ich dieses Programm einschalte. Ich habe da lieber andere Sachen, die ich mache. Das ist gut, vielleicht keine Insekten. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, ihr müsst hundefreundlich sein, denn auf eurer Website ist so ein wunderbares kleines Introfilmchen. Und da sitzt ihr ganz hinten in einem Bus und auf allen Plätzen sitzen ungefähr 12 unterschiedliche Hunderassen. Ich möchte unbedingt wissen, ob das echt war. Haben die da wirklich gesessen? Ja, das waren tatsächlich echte Hunde, aber was man in dem Video nicht sieht, ist, dass auch mindestens genauso viele Hundedressierer unterm Stuhl liegen und die ganze Zeit den Hunden Leckerlis geben und irgendwelche wilden Grimassen machen, damit die Hunde auch schön still sitzen bleiben. Aber ich finde, das ist ihnen gut gelungen. Das ist ein Traumvideo, das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken bei Jupiter Jones. Sascha, du hast mir verraten, dass du wieder angefangen hast zu schreiben. Und zwar, dass das auch immer ein ganz schönes Prozedere ist, sich überhaupt in Ruhe hinzusetzen. Wie ist denn die Arbeitsaufteilung bei euch? Ich wollte erst mal fragen, wir sind hier an der Theke. Sollen wir nicht noch was trinken? Oh, unbedingt, Leute, ey. Oh, was wollt ihr trinken? Ich gebe einen aus. Astrid, ich habe gestern den ganzen Tag für dich in der Küche am Herd gestanden und habe einen Eierlikör gemacht. Dann habe ich dem guten Herrn da vorne gegeben und jetzt trinken wir mal einen Eierlikör, so Udo Lindenberg-Style. Das ist nicht dein Ernst. Können wir den Eierlikör mal haben? Er unterhält sich gerade. Hallo, junger Mann. Hallo, der weiße. Hallo, hallo, du mit dem Eierlikör, bitte. Und dann würden wir vielleicht noch, falls jemand dazu kommt, ein zweites Mikro nehmen. Das habe ich vergessen. Scheibenkleister. Ein zweites Mikro. Das macht gar nichts. Ich erzähle eine kurze Anekdote zwischendurch. Und zwar habe ich hier, so ein bisschen Rückenschmerzen gehabt und habe mich so gerade hier hingelegt und saß so auf dem Boden unten und der gute, Entschuldigung, wie hieß du nochmal? Ich bin der Jens, hallo. Nee, du hieß ja anders eben. Hi. Der Kai. Kai meinte auf jeden Fall zu mir. Also Kai kam so, ich saß so da unten irgendwie in der Ecke und Kai machte so einmal mit dem Bein so nach unten und ist so, hallo? Oder so, oh, Entschuldigung, ich dachte, du bist der Barhocker. Ja, wie nett. Ja, das ist so schön. Worauf Viktor meinte, das verwurste ich direkt vor einer meiner nächsten Live-Sessions, weil der gute Viktor natürlich hier als gestandener Türsteher auch immer wieder auf dem Kiez so schöne Lesungen hält. Und das ist der Eierlikör da? So, der Eierlikör. Ansonsten, Viktor Hacker übernachtet auch hier, auch unser Ex-Gast. Viktor Hacker, guten Abend. Wie schön, dass du da bist. So, aber während der Eierlikör kommt... Ah, guck hier um die Ecke. Und den hast du echt selber gemacht? Ja, natürlich habe ich ihn selber gemacht. Hier. Was denkst du denn? Das ist ja Wahnsinn. Für uns machst du den nie. Zur Probe bringst du sowas nie mit. Oh, ich liebe das. Du bist dann immer schon weg, bevor wir den trinken. Also wir trinken erst und dann verrätst du, was drin ist, okay? Prost. 1, 2, 3, weg. Auf dich. Geil. Prost. Prost, mein Drink. Also wir sind schon im Moment. Da ist echte Vanille drin, das sehe ich. Ja, ist sie. Guck mal. Auf den Barhocker. Hm. Finde ich super lecker. Darf ich währenddessen Fragen stellen? Ja, bitte. Also, du schreibst wie, das hast du mir zumindest verraten. Genau. Wie ist denn eure Arbeitsaufteilung? Also, wer schreibt was und... ich muss mal trinken. Bitte noch einen. Ich habe eine ganze Flasche gemacht. Also, wir haben ein eigenes Studio in Hamburg mittlerweile. Wir sind umgezogen, als wir diesen Herrn hier als Sänger engagiert haben. Oder was wir, also, dass wir uns geeinigt haben, als wir uns geeinigt haben, dass du der neue Sänger wirst. Sind wir nach Hamburg umgezogen und 3 von 4 leben schon seit langem in Hamburg. Und es gibt ein Studio in Hammerbrook und da sitzen wir jetzt jeden Tag und schrauben an neuen Songs. Und dann gehe ich da jeden Morgen hin und fummel irgendwas rum und schreibe irgendwelche Sachen und schmeiß die abends wieder weg. Und am nächsten Morgen höre ich mir das wieder an und denke mir, was ist das für eine Scheiße. Das, oh, ist keine schöne Arbeit? Doch, das ist eine schöne Arbeit. Markus Großkopf meinte eben, dass du hast ihn gefragt, was hast du ihn mal gefragt, ob das irgendwie was Schönes ist, was er macht oder so? Auf jeden Fall. Keine schöne Arbeit? Keine schöne, aber auf jeden Fall, es ist die schönste Arbeit, die es gibt. Also irgendwo hinzugehen, sich was auszudenken und daraus was zu machen, das ist ein Geschenk, dass man das machen darf. Ich glaube, ihr habt auch keine Deadline und eure neue LP ist ja auch noch nicht mal ein Jahr alt, im März vergangenen Jahres rausgekommen, Brüllende Fahnen. Alle haben natürlich gemerkt, ist nicht mehr ganz so wie vorher, ist ein bisschen rockiger, ein bisschen grooviger, vielleicht nicht ganz so radiogeschmeidig. Wo geht denn die Entwicklung jetzt hin? Keine Ahnung, Sascha schmeißt ja aber alles weg, wie er gerade erzählt hat. Ich weiß noch nicht, was er so... aber auf Brüllende Fahnen waren noch ein paar Titel. Ach so, ja, da waren ein paar Titel. Das ist, wie du gerade gesagt hast, schon ein bisschen rockiger, ein bisschen grooviger gewesen. Ich finde es wichtig, wenn man als Band, so ein Sängerwechsel ist eine sehr sensible Sache. Und ich finde es gut, wenn man sich dann als Band, braucht man eine gewisse Zeit, um sich erstmal zu finden. Und die Zeit haben wir uns auch genommen. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt und als Band sich neu findet und auch einen neuen Sound generiert. So. Und das ist natürlich in anderen Ländern, glaube ich, in England oder Amerika, sind die Fans wesentlich offener, habe ich das Gefühl, wenn sich eine Band musikalisch weiterentwickelt. Und in Deutschland ist es ganz oft so, dass wenn der Sound ein bisschen rauer wird, dass die Leute dann erstmal so, was ist denn jetzt los? Also die Leute wollen immer ganz gerne das, was sie kennen. Und das würde ich mir manchmal wünschen für Deutschland, dass die Leute da ein bisschen offener für wären, wie zum Beispiel in England oder Amerika. Aber das ist so ein persönliches Empfinden. Ja, wir arbeiten hoffentlich hier dran. Ihr habt es eben schon angesprochen, es besteht ja schon seit 2002. Habe ich das richtig gesagt? Genau, halb so alt wie Helloween. Helloween sind wir. 2002 und 2014 gab es eben diesen Sängerwechsel. Nicht nur, weil der damalige Sänger Nikolaus Müller Angststörungen hatte, sondern auch, weil das, glaube ich, musikalisch nicht mehr ganz zusammenlief, richtig, Sascha? Nö, also eigentlich der eigentliche Grund war, dass Nikolaus beschlossen hat, aufgrund seiner Krankheit nicht mehr Teil dieser Band sein zu wollen. Und es gab da im Hintergrund natürlich auch sicherlich ein paar Differenzen, aber das ist eigentlich, ich glaube, dass so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ganz gut. Er hat seine neue Band gefunden. Er hat irgendwie hat Spaß an dem, was er jetzt macht, irgendwie an dem Stil, den er jetzt macht. Und wir haben einen neuen Weg mit Jupiter Jones gefunden und deswegen glaube ich, dass beide Richtungen irgendwie eine Berechtigung haben. Das freut mich am Ende des Tages, dass wir alle irgendwie weiter Musik machen. Und wir haben so viele Zeiten, so viele tolle Zeiten zusammen erlebt. 12 Jahre lang haben wir irgendwie echt in jeder bepissten kleinen Bude gepennt auf dem Fußboden und so. Und haben dann irgendwann sind mit dieser kleinen Band aus der Eifel dazu gekommen, dass wir ein Echo gewonnen haben und das, das prägt natürlich und das schweißt zusammen und deswegen freut man sich am Ende des Tages auch, dass jeder irgendwie weitermacht. Ja, Unbedingt. Sven, wie war... Applaus, gerne. Dann kann ich wenigstens auch weiter trinken. Welches? Oh nein, das gute Zeug. War das deiner? Ich glaube, das war... Na, das war unser. Komm, egal. Einfach mit der Zunge rüber, ist egal. Ich wette, wir kriegen nachher noch einen. Sven, wie hast du es erlebt? Wir wischen gleich. Also ich habe gelesen, als du gefragt wurdest, warst du erstmal emotional total durch. Stimmt das? Ja, also ich komme ja wie Sascha aus der Eifel. Wir kennen uns, seitdem wir 3 Jahre alt sind. Wir hatten unsere erste Band zusammen. Und ich durfte die Band jahrelang als Freund begleiten. Und Sascha hat mir immer, bevor die Band ins Studio gegangen ist, die Sachen vorgespielt und wollte meine musikalische und persönliche Meinung wissen. Und insofern kenne ich noch Still zum Beispiel mit einem ganz anderen Text in seiner Ursprungsversion. Ja, dann rief Sascha 2014 an und meinte, hier, komm mal dringend ins Büro. Und ich dachte, okay, es gibt einen neuen Song und er will meine Meinung wissen, könnte das eine Single werden, bla bla bla. Ja, dann komme ich ins Büro und er hat auch nicht lange rumgeschnackt. Er meinte, kannst du dir vorstellen, ein neuer Sänger von Jupiter Jones zu werden? Und dann meinte ich, nö. Das war alles. Nee, also dazu muss man wissen, dass ich nach 7 Jahren gerade bei meiner alten Band Karacho ausgestiegen war. Witzigerweise 2 Tage vorher, nach 7 Jahren, bei meiner alten Band ausgestiegen und mich eigentlich darauf eingestellt hatte, okay, professionelle Musik hat sich damit erledigt. Ich, wenn überhaupt Musik, dann in meinem stillen Kämmerlein. Und dann kommt dieser Vogel irgendwie nach all den Jahren und fragt, ob ich Sänger von Jupiter Jones werden will. Das war dann zu viel für meine kleine Seele und deswegen habe ich nee gesagt. Dann hat er mir auf die Schulter geklopft und meinte, schlafen wir eine Nacht drüber. Und dann bin ich wie in so einem Fatih Akin-Film, ich habe mir irgendwie Ohrstöpsel drauf gemacht, Oma Hans gehört und bin mit dem Fahrrad losgefahren. Ich wusste nicht, wohin ich fahre. Das ist auch in meiner Erinnerung wie so eine Filmsequenz. Bin ich auf die Arbeitsstelle meiner Frau gefahren. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Das ist wirklich so wie so ein Film. Und ich kam da an, wohl anscheinend kreidebleich im Gesicht und total neben mir stehend und mit Tränen in den Augen, meiner Frau zufolge. Und die guckt mich an und dachte, es ist jemand gestorben. Und fragte dann, was passiert? Und ich meinte so, stell dir vor, Sascha hat mich gefragt, ob ich Sänger von Jupiter Jones werden will. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, ja und? Ich sag, ja, ich habe nie gesagt. Bist du bescheuert? Schlaf da mal eine Nacht drüber. Wahrscheinlich waren das Emotionen da drin, die dir schon sagten, das wird jetzt was ganz Großes, naja, könnte ich mir vorstellen. Naja, sagen wir so, also ich glaube, es war diese Initialzündung, als ich in dem Moment gespürt habe, dass meine Frau hinter mir steht. Und wir haben auch 2 Kinder, das heißt, es ist auch nicht so einfach. Und wir haben früher zusammen Musik gemacht und zusammen auf der Bühne gestanden. Und das ist natürlich dann eine große Geste meiner Frau auch gewesen, großes Vertrauen zu sagen, okay, ich unterstütze dich bei den Dingen, die dir wichtig sind. Und da war ich ziemlich geflasht und ich glaube, ich brauchte diesen Kick von meiner Frau, um das dann auch zuzulassen. Und danke an Sie. Du hast sie eben schon erwähnt, du hast 2 Kinder und zwar 2 Töchter. Applaus, ja. Was hat denn die Größere gesagt? Die ist jetzt 13, ne? Die war 11. Was hat die gesagt, als Papa plötzlich Sänger von Jupiter Jones wurde? Ja, das ist leider eine ziemlich traurige Geschichte, weil die damals 11-Jährige war ziemlicher Fan von Jupiter Jones, vom Album Das Gegenteil von allem. Und als sie gehört hat, dass Papa der neue Sänger von ihrer, ja, ich würde nicht sagen Lieblingsband, aber von der Band, die sie gut fand, werden soll, fand sie das total scheiße. Super, das ist auch in Ordnung. Also ihr habt ja kein Sänger-Casting gemacht, das ist uns jetzt klar geworden. Du bist ein Freund der Band gewesen. Ihr seid, das habt ihr auch schon erwähnt, zusammen aufgewachsen, in die Kita gegangen, in die Grundschule. Denn dann ging es auf die Klosterschule in Niederbrüm, in der Eifel. Und da hat man euch getrennt in Parallelklassen eingesteckt. Doch, um wart ihr Chaoten? Warum? Warum, das kann ich Ihnen nicht sagen. Doch, das kann ich schon sagen. Naja, eigentlich waren wir ein Chaoten-Team von 3 Leuten, weil unser Schlagzeuger aus der Punkband, wo wir zu viert gespielt haben, es gab also nur eine 3er-Konstellation. Aber auf diesem Gymnasium, auf das wir gesteckt wurden, gab es nur 2 Klassen. Und deswegen bei 3 Leuten 2 Klassen war klar, einer muss in die eine Klasse und 2 kommen in die andere Klasse, in die A und die B. Und ich musste alleine in die B und ihr beiden seid in die A gekommen, so war das. Genau. Ich hätte euch alle, ich kenne die Nummer 3 nicht, aber ich hätte euch wahrscheinlich alle zusammengestopft. Also wir haben es geschafft, auf jeden Fall die ersten in unserer Heimatstadt, also dazu muss man sagen, die Eifel ist ja nicht so groß, also unser Ort Brüm liegt zwischen Bitburger Pilz und Gerolsteiner Sprudel und da gibt's, das ist alles sehr klein und ich muss sagen, die hatten nicht so viele Auswahlmöglichkeiten und wir waren die allerersten auf der Grundschule Brüm, die zum allerersten Mal seit Bestehen der Grundschule einen Schulverweis bekommen haben. Hurra! Na, herzlichen Glückwunsch. Sag mal, du, Sascha, Du hast vorher, und das wissen jetzt auch nicht alle, aber du hast als Informatiker gearbeitet. Na, danke schön. Dankeschön, Astrid. Und jetzt möchte ich gerne wissen, darfst du bitte noch dafür einen Alkohol trinken? Irgendwie so einen Eierlikör. Ich möchte gleich mit dir weiter Eierlikör trinken. Ja. Sag mal, würdest du das wieder machen? Also wenn jetzt irgendwann du irgendwann sagst, oh, Musik, keinen Bock mehr, was würdest du dann machen? Nee, auf keinen Fall. Das ist, also ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin großer C64-Nerd und ich bin aufgewachsen mit so 8-Bit-Kram. Und habe irgendwann nicht mehr gewusst, was ich machen sollte, weil ich vor allen Schulen geflogen bin und mein Opa hat mich versucht, als Straßenbauer unterzubringen und da bin ich auch rausgeflogen aus der Firma, weil ich viel gekifft habe und gesoffen habe in der Eifel und ein Vogel, ne? Und irgendwann wusste ich nicht mehr weiter und habe mich beworben an irgendeiner Schule in Gerolstein, Gerolsteiner Sprudel. Und habe das dann irgendwie gemacht, aber ich weiß nicht, wusste nicht genau warum. Dann habe ich studiert in Saarbrücken und das ist total strange, diese Informatiker, das sind irgendwie so ganz komische Vögel. Ne? So wie Gitarristen. Ja, so mit so langen Haaren und Zopf und irgendwie mit dicken Bauch und die weiß ich nicht, die hängen den ganzen Tag nur vor ihrem Computer und machen nichts anderes. Das sind nette Menschen irgendwie, aber irgendwie so die gucken halt selten über den Tellerrand hinaus und das war irgendwie nicht mein Ding. Ich habe dann irgendwann 3 Jahre lang gearbeitet in so einer Firma bei Saarstahl in Völklingen in der Informatikabteilung, in so einem grauen Büro. Und dann irgendwann 2006 habe ich gedacht, du musst nicht wieder zurück. Warte mal, irgendwann... Das klingt, als müsstest du mal Training zum Psychologen, mein Lieber. Ja, musste ich auch. Das ist ein Trauma, ne? Nee, und dann habe ich gedacht, so, nee, das kann nicht alles sein. Ich mache jetzt Musik und bin nach Hamburg gezogen. Und so ist es geendet. Das ist super. Wir schicken dich nicht zurück. Danke. Versprochen. Danke. Und jetzt geht's ja vor allem jetzt im Februar, Mitte Februar auf Tour mit Jennifer Rostock. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam das? Der Schlagzeuger Baku ist ein sehr guter Freund dieser Band, den kennen wir schon vor der Band von Jennifer Rostock, wir haben schon sehr viele Partys mit ihm gefeiert in Berlin und wir haben bei ihm zu Hause übernachtet und das Geile war bei Baku, der hat früher, kennst du diese Seifenspender, ne, wo man so draufdrückt, da kommt Seife raus. Baku hat früher Seifenspender zu Hause gehabt, da war keine Seife, sondern Jägermeister. Und dann hat man zu Hause eben Partys gefeiert und man hat aus dem Seifenspender Jägermeister rausgedrückt und man sich dann so runtergehangen? Oh, ist geil, ihr kommt sofort beide mit Mikros. Also, hat man sich dann so runtergehangen oder hat man so auf die Hand? Also, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass wir sehr viel Jägermeister und sehr viel Sachen gemacht haben. Und von daher kennen wir halt Bargo und Jennifer und Joe sehr gut. Und wir freuen uns sehr drauf, mit denen unterwegs zu sein. Und zwar am 15.02. dann auch in Hamburg im Theater am Großmarkt. Ich würde sagen, wir drei trinken jetzt noch einen Eierlikör und geben mal bisweilen ab zur Bühne zu Gunter und Peter. Bis gleich. Das war Walk the Line von Johnny Cash. Nein, das war Ring of Fire. Ring of Fire? Ach Gott, das war das andere Gruselied. Aber Johnny Cash, ne? Mit dem verbindet dich ja wirklich ganz schön viel, lieber Gunter. Das ist so dein, ja, kann man schon fast sagen, amerikanischer Mentor, weil ihr habt euch ja auch getroffen, oder? Ja, es ist mein großes Glück und mein Reichtum auch, dass ich ihn so lange mit ihm befreundet war, 30 Jahre. Ne? Also das kam daher, dass ich Anfang 72, 73 ein Lied von ihm geklaut hatte. Welches war das? Wanted Man in California, Wanted Man in California, Wanted Man in Ohio, Wanted Man in South Carolina, Wanted Man in Buffalo. Und ich habe daraus gemacht, ich werde gesucht in Bremerhaven, ich werde gesucht in Country! Ja, das ist Country! Ja, und ich trat damals in der ZDF-Hitparade auf, ja. Und, und dann ging ich mit dem Song von 0 auf 1. Die Leute sind ausgerastet. Das war zu der Zeit von Drafi Deutscher, Rex Gildo, Roy Black, Bernd Klüver. Alle sind tot, ich lebe noch. Jo! Und du bist bei Talk dort. Und... Weiß Johnny Cash jetzt oder hast du ihm irgendwann mal in der Zeit, als er noch gelebt hat, erklären können, wo Bremerhaven liegt? Das wusste er sogar, weil Johnny Cash, das ist so großartig, er war ein Deutschlandfreund, weißt du auch warum? Wenn ich dir die Geschichte erzähle, das glaubst du nicht. Johnny Cash war als Soldat, wie Elvis auch, in Deutschland und in dem Fall war er in Landsberg am Lech. Was war da? die amerikanische Kaserne. Was war das vorher? Ein Gefängnis. Wer saß drin in diesem Gefängnis? Adolf Hitler. Und hat in diesem Gefängnis das Buch geschrieben, Mein Kampf, in Landsberg am Lech. Dann wurde es eine Kaserne der US Army und Johnny Cash schrieb in dieser Kaserne das Lied The Folsom Prison Blues. Ja? Und später, als die Alliierten Deutschland wieder rausrückten, wurde es wie ein Gefängnis. Wer hat vor ein paar Monaten in diesem Gefängnis gesessen? Uli Hoeneß. Das nenne ich einen Ring of Fire, ja, würde ich erstmal sagen. Ja, ja. Ja, ist doch großartig, ne? Das ist großartig. Großartig. Ja. So, dann, als Johnny Cash das zeitliche gesegnet hat, bist du in die Originalstudios gefahren, nach Tennessee, nach Hendersonville? Vorher, als er noch lebte. Da war er noch da? Nein, er hatte mir auf Telefonanrufer gesprochen, come over in the States to sing my songs in German language. Er wollte das in Deutsch haben, weil viele Leute in Deutschland auch die Songs gar nicht verstanden haben. Genau wie Bob Dylan auch. Wer versteht das schon? Ne? Wer versteht so gut Englisch? Ich nicht und viele andere auch nicht. Und das wusste er. Zum Beispiel der Song, ich habe ihn gefragt noch, 14 Tage vorher, ich war mit meiner Tochter drüben. Wir haben geweint, als wir ihn gesehen haben. Er war vollkommen im Eimer. Er war 5 Jahre jünger, als ich jetzt bin. Er war 70 Jahre alt. Er war ganz grau. Er hatte keine Augenbrauen mehr, keine Haare mehr. Also nur noch so wenige. Hatte so komische Jesuslatschen an. Er war vollkommen im Eimer. Das war erschrecklich, ihn so zu sehen, muss ich sagen. Dann habe ich ihn gefragt, was war dein bester Song, den du in deinem Leben gesungen hast? Und da sagt er einen Titel, der auch für mich der beste Song ist. A Boy Named Sue. Ein Junge namens Susi. Was für ein Song. Die meisten Leute haben gar nicht verstanden, worum es ging bei dem Song. Aber ich habe ihn übersetzt. Und es war wirklich der beste Song, den ich je in meinem Leben gehört habe. Und das ist das, was mich beglückt, was mich reich macht. Weil ich habe durch Johnny Cash natürlich auch Willie Nelson kennengelernt. Sogar Elvis habe ich kennengelernt, der hat mir sogar seine Bühnenschuhe geschenkt, die weißen mit schwarzen Schnalle rüber. Der kam ins Studio und wollte Feuer haben für eine Zigarette. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich seine erste Platte hatte, wo er diese Bühnenschuhe, da ging der in die Garderobe und schenkte sie mir. Das ist unfassbar. Für eine Zigarette, kann man sagen. Ja, nein, einfach, weil auch er eine Sentimentalität für Deutschland hatte. Er hatte nämlich in Deutschland Priscilla kennengelernt, ja. In Wiesbaden. Ja. Priscilla, die heute Elvis Presley wieder neu bringt mit Royal Orchester in London und genau, so weiter. Ne? Genau. Ich glaube, und das sind alles so zusammen, es ist auch traurig. Warum stirbt Elvis Presley mit 42 Jahren? Warum Johnny Cash mit 70? Warum George Michael mit, wie alt ist der? 53 oder so. 53, ja. Warum? Warum ist Cicero so früh gestorben? Warum? Sag's uns! Näschen. Ah. Näschen. Alkohol und Einsamkeit. Einsamkeit, das ist das Schlimmste, was es gibt im Leben. Ich möchte so nicht sterben in Einsamkeit. Ich möchte immer meine Wärmflasche bei mir haben, wo ich dann über die Schenkel streichen kann. Ich habe eine Freundin, da habe ich gesagt, du hast so wunderbare Schenkel und so einen wunderbaren Arsch, so wie der Kotflügel vom Bentley. Da war die beleidigt, dass ich ihr das gesagt habe. Sie wusste wahrscheinlich gar nicht, was Bentley ist für ein Auto. Ich sage, sie kommt ja aus Ostdeutschland. Soll ich lieber sagen, du hast einen Kotflügel wie ein Trabi oder was? Nee, also das meine ich eben. Diese Einsamkeit macht einen Mann. Frauen können Einsamkeit besser wegstecken. Ja, verstehst du? Aber wir werden langsam auch Frauen. Guck mal. Ich war neulich bei Ina Müller in der Show. Oh mein Gott. Ja, und da sagte sie, Mann Gabriel, was hast du für große Brüste? Die sind ja fast so groß wie meine eigenen. Klingt nach Rotkäppchen. Ja, hat die hier richtig rübergefasst. Ja. Und das ist ja auch so. Und da habe ich über ihre Brüste gefasst und habe gesagt, nein, deine sind viel kleiner. Ja, das ist das eben, ne? Das ist das eben, ne? Du hast, für alle, die es noch nicht gesehen haben, es ist jetzt ein mega Themawechsel, pinkfarbene Socken an. Warum? Ja, das ist einfach so. Pink ist ja eine Schutzfarbe, eine religiöse, eine spirituelle Farbe. Ich interessiere mich für Spiritualität. Ich habe auch eine Astrologin, die ich immer frage um Rat, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und ich habe dann erfahren von ihr, dass Pink eine spirituelle Farbe, die uns schützt. Die uns schützt. Nicht schwarz schützt uns, schwarz, jeder Leichenwagen ist schwarz. Guck dir mal die Autos in Deutschland an, die meisten fahren schwarze Autos. Wie bekloppt sind die eigentlich? Ja? Verstehst du? Pink wäre besser. Pink ist eine Schutzfarbe. Und ich habe meine Socken von Falke in Schmallenberg, ne, im Sauerland. Und ich habe auch mein Hausboot pink angestrichen. Und ich habe so einen Cadillac-Geschenk gekriegt von einem Fan. Den habe ich auch pink lackiert. Es gibt ja auch sogar einen Song von Bruce Springsteen, The Pink Cadillac. Ich bin in der Beziehung Gläubiger. Verstehst du? Apropos Gläubiger, Geldprobleme sind ja auch immer so eine Geschichte. Es gab mal irgendwie die Geschichte von dir mit einem Wohnzimmerkonzert für 1000 Euro, das man kaufen kann. Wie sieht denn das aus? Bist du denn noch käuflich? Immer. Aber nicht um jeden Preis. Ich würde, Werbung würde ich niemals machen. Also hier, wie Lauterbach das macht für Wohnzimmer, Möbel oder sowas, das würde ich niemals machen. Ich habe auch Angebote gekriegt für Mercedes-Benz, für Trucks. Ich würde sowas niemals machen. Ich bin nicht käuflich für das, weil wir verdienen genug Geld, da müssen wir nicht so Scheiße noch extra Geld und nachher wissen wir gar nicht, was sie mit dem ganzen Geld machen sollen. Und dann sterben sie, weil sie abfliegen nach oben. Ne? Also ich brauche diese Art von Geld nicht. Ich möchte bezahlt werden für das, was ich mache, und ich bin auch bei der Wohnzimmertour für einen Tausender. Habe ich gemacht, weil ich 500.000 Steuerschulden hatte, weil mich Leute betrogen haben. Ich hätte auch Insolvenz anmelden können, wie Eva Herrmann das wollte. Ich sage, Insolvenz gibt's bei mir nicht. Ich komme aus der Zeit von Adenauer, Erhard und Heuss. Bei mir läuft alles ehrlich ab. Ich bin zwar ein Raubein und rede auch manchmal einen Haufen Scheiße, aber ich bin ehrlich. Bei mir gibt's keinen Betrug. Und da habe ich gesagt, jeder kann mich buchen für einen Tausender. Ich brauche nur 500 Leute. Ja. Und schon. Ja. Und der Witz war, Dankeschön, mein Manager hat sofort gekündigt. Meine Töchter haben gesagt, du bist bekloppt. Aber an dem Wochenende haben 2000 Leute angerufen. 2000 Leute, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe so viele schöne Sachen und traurige Sachen erlebt, ja, dass ich das nicht missen möchte. Und ich habe auch neulich Peter Maffay gesagt, du schleppst deine Gage mit dem Hubschrauber nach Hause, aber du kommst nie so nah an die Leute ran. Was meinst du, wie viel Gulaschsuppen ich gegessen habe? Hui, Gunter Gabriel, so jetzt haben wir ganz zum Schluss, darf ich dir die Brille reichen, ja, weil jetzt kommt der Schluss von Gunter Gabriel, jetzt wird's literarisch, schnallt euch an, jetzt kommt das Gedicht, was Gunter Gabriel von Anfang bis Ende schon immer begleitet hat, muss man, ja, das klebst du immer in deine Jahrbücher ein, ja, das ich hab's wirklich gesehen, jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird Talk dort, achso, ich muss da reinschauen, ich gucke mal da, ja, das ist auch das Wasser, das ist auch nicht gut für mich, jetzt kommt literarisch hoch 10. Gunter Gabriel, Hermann Hesse, Stufen. Ja, das ist für mich das schönste Gedicht, weil das das Leben erklärt, ja. Das Leben erklärt. Leute, Achtung, Schnauze halten. So, pass auf, das ist großartig. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, so blüht jede Lebensstufe und jede Weisheit auch und jede Tugend nur zu ihrer Zeit und darf natürlich nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in neue, andere Bindungen zu geben. Deshalb habe ich so viel geheiratet, weißt du das? Denn, jetzt kommt's, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wenn du dich verliebst, sieht die Welt mit einmal anders aus. Mit jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist die erste Strophe. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben und immer weiter weiten. Kaum sind wir einem Lebenskreise heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Wie das so ist. Wenn du 10 Jahre mit der gleichen Alten verheiratet bist, oh Gott, Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Darum haue ich auch demnächst von Hamburg ab. Es reicht. 20 Jahre Hamburg Rechter, ne? Jetzt kommt der letzte kurze Vers. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Jetzt kommt's. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan dein Herz, nimm Abschied und Gesunde. Hermann Hesse. Kommentiert von Gunter Gabriel, heute zu Gast bei Talk. Auf geht's, ich bringe dich zu Astrid, lieber Gunter. Gunter, oder wir rücken ihn hier einfach ran. Komm mal ordentlich ran. Denn ja, jetzt pass auf. Markus Großkopf hat Gunter Gabriel nämlich etwas mitgebracht. Und Markus, dazu möchtest du sicherlich etwas sagen. Ich mache sehr gerne Geschenke. Ein Mann wie du, der deutsche Johnny Cash. Ich habe ein paar Kumpels hier, die wissen, wo du geboren bist, wo du quasi wegkommst. Sag gerade. Und da gibt es eine Spezialität. Die nennt sich Sprengemann-Würstchen. Und diese möchte ich dir hiermit überreichen. Schaut alle her, aus Bünde. Ne? Da sind sie. Applaus für die Würste. Und dafür gibt es ein... Das sind 2 Stück. Vielleicht können wir die ja mal bei dir auf deinem Kutter schön braten. Und bei einem Country-Abend grillen. Schönen guten Abend. Und gute Idee. Wunderbare Idee. Wunderbare Idee. Die kommen mir sehr bekannt vor, die Länge. Mögen sie euch schmecken. Und schön, dass wir jetzt die ganze Runde beisammen haben. Da wir haben noch nie wirklich, warte mal, 5 Songwriter auf einem Haufen gehabt. Und mich interessiert einfach brennend, für wen ihr mal einen Song schreiben würdet. Egal, ob tot oder lebendig. Und Lou, du guckst mich so fasziniert an. Und du hast eine Idee, ich weiß das. Gibt es irgendjemanden, für den du mal einen Song schreiben würdest? Motorhead, aber es geht nicht mehr. Oh, verdammt. Aber ich habe ja gesagt, lebend oder tot, steht egal. So, dann Sascha. Boah, der braucht das nicht, aber Dave Grohl wäre geil. Okay, Sven? Ah, es ist sehr hochgegriffen, aber ich bin mit den alten Led Zeppelin-Platten meines Vaters groß geworden. Von daher würde ich gerne für Led Zeppelin mal einen Song schreiben. Alles klar, man kann ja alles mal... Lou macht mit. Lieber Markus, für wen schreibst du einen Song? Nein, ich will, dass Motorhead einen Song für uns schreibt. Das finde ich super, das möchte ich eigentlich auch. Und lieber Gunter, ich meine, gibt es noch irgendjemanden, für den du keinen Song geschrieben hast? Schreibst du mal einen für mich oder so? Sofort, heute Abend noch. Und ich weiß auch schon, wie der heißt. Was wären wir, also du, den musst du dann singen. Ja. Was wären wir Männer ohne uns Frauen? Ohne uns Frauen. Sie hingen noch wie Tarzan ganz oben auf dem Baum und würden wie die Affen die Kokosnüsse klauen. Was wären die Männer ohne uns Frauen? Ich werde es aufnehmen. In eurem Studio in Hamburg-Hamm. Das wäre doch was. Markus hat uns mal, oh, das Jahr ist ja noch frisch und Markus hat uns mal verraten, was er sich mal wünschen würde und ich möchte das auch gerne von euch allen abfragen und zwar möchte Markus eigentlich mal gerne eine Leiche in einer Soap-Opera spielen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ehrlich? Habe ich das mal gesagt? Ganz oft hast du das gesagt. Oder alternativ im Kinofilm? Ne, es war mal irgendwie, es hat mich mal, war das sogar nicht du, der mich gefragt hat, was macht man nach all den Tourneen und was wünscht man sich denn? Da gibt's doch gar nichts mehr, was du dir wünschst. Dann habe ich gesagt, doch, es gibt eine Sache. Ich würde mal gerne Leiche in der Lindenstraße spielen. Und gibt's da jetzt Neuigkeiten? Nö, bin ich tot oder was? Na, haben die angefragt? Hast du die angefragt? Wird das mal was? Doch, meine Frau hat tatsächlich hinter meinem Rücken mal angefragt, um mir eine Freude zu machen. Nur mal gucken, was passiert, meine sie. Und die haben tatsächlich geantwortet, sehr nett übrigens, nein, sie haben genug Statisten und so, das wäre aus ausgebucht und aber ich könnte mir das Studio angucken und die haben mich also tatsächlich sehr nett eingeladen und das fand ich sehr rührend eigentlich irgendwie, war ja nur eine Anfrage und dass sie sich so rührend um ihre Leute kümmern. Ich meine, ich habe das nur so aus Spaß gesagt, aber dass das dabei rausgekommen ist. Das ist zauberhaft. Ja, und dass sich Leute um solche Anfragen überhaupt kümmern. Das ist auch schön. Wir haben noch keine Redaktion, die so stark ist, aber jetzt frage ich mal Sven, was würdest du gerne mal machen? Ich glaube, ich würde gerne mal mit meinen beiden Töchtern auf ein Helloween-Konzert gehen, featuring Gunter Gabriel. Wenn die alt genug sind, lade ich dich ein. Du, die sind 6 und 13. Für gute Musik sind die immer alt genug. Und dann würde ich ihnen gerne mal zeigen, was die Musik unserer Jugend war. Super. Wir arbeiten alles ab in diesem Jahr, Sascha. Ja, es ist leider genau das Gleiche. Also ich bin großer Helloween-Fan. Die Keeper of the Seven Keys ist einer meiner unglaublich aller Lieblingsplatten. Und wenn ihr mal in Hamburg spielt, ich spiele ja demnächst bestimmt in Hamburg nochmal, würde ich gerne mit euch Gitarre spielen, aber das ist wahrscheinlich nicht machbar. Aber ich bin auch so schlecht dafür, aber ich würde dann Gitarre spielen. 2017 dauert noch. Lou? Ich nehme dann Bassunterricht bei Herrn Großkopf. Und Songwriting-Workshop mit Gunter Gabriel. Spitze. Gunter, was möchtest du nochmal machen? Also da hier so viele intellektuelle Songschreiber rumstehen, fordere ich Sie hiermit auf, mir jetzt einen Song zu schreiben in den nächsten zwei Tagen oder 2 Wochen über die Situation in Deutschland, dass die Menschen wieder Mut zur Zukunft haben und zur Perspektive. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich möchte aber nicht so einen Song haben, wie Udo Lindenberg das schreiben würde, sondern ganz konkret einen Song, der uns alle aufwärts hilft. Und den müsstest eigentlich du schreiben, wenn mit uns oder wie auch. Und der müsste im Grunde genommen heißen, ich bin, wie ich bin, weil du bist, wie du bist. Und das ist eigentlich, mehr muss man nicht sagen. Ja, aber das ist zu schwach. Ich bin, wie ich bin, das ist so Quatsch. Oder? Nein, es muss anspruchsvoll sein und für anspruchsvolle deutsche Texte, ne, haben wir hier Sascha und Sven, die können sich ja mal der Sache annehmen. Läuft das dieses Jahr? Man könnte sonst vielleicht auch einfach mal mit Fick dich AfD anfangen. Ja, und dafür gibt's Applaus. Das machen wir. Also nur ganz kurz noch, schreibst du? Wie bitte? Schreibst du? Was denn? Dieses Jahr noch den Song? Ach so, nee, ich mache keine Texte, das muss er machen. Ich mache Musik lieber und er macht Texte. Gut. Also, Gunter hat das ganz klar vorgegeben, er hat gesagt, in den nächsten 2 Tagen. Insofern müssen wir uns dann mal in den nächsten 2 Tagen zusammensetzen, würde ich sagen. Ja? So, und jetzt werden wir aber erstmal alle geschlossen bitte Richtung Bühne gehen, denn was... Ne, Markus, also ich habe noch vergessen zu fragen, du siehst jetzt nicht aus wie ein Veganer oder wie ein Vegetarier oder Vegetarier. Nee, Gunter nimmt die Wurst mit. Alle Mann zur Bühne, jetzt gibt es nämlich gleich die Talk Dot All-Stars. Und wir haben alle zusammengesammelt zur Bühne, Markus. Du auch, vor mir. Einfach mal aufrutschen, aufrücken. Gunter ebenfalls. Ich schub's euch jetzt alle mal an. Die schubs ich an, den schubs ich an, dich schubs ich auch noch an, Sven. Sven geht freiwillig. Und Lou, weil ich ja gar kein Instrument spielen kann, hattest du mir noch gesagt, du würdest netterweise mir Luftgitarre beibringen. Erinnerst du dich? Ich gebe dir mal kurz das Mikro, ob ich das richtig mache. Wir hatten kurz drüber gesprochen. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, ob du es eher jazzig intellektuell anlegen willst. Also da würdest du eher oben spielen, so im Brustbereich. Oder willst du eher ein bisschen punkiger sein, dann würdest du eher... Punkig. Da musst du sehr, sehr lang hängen lassen. Noch länger. Ramones-mäßig ganz... Hand. Ja, linke Hand ist praktisch egal. Hauptsache rechts hämmert. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Frau Rolle ist bereit. Also du nimmst mich gleich wieder in Empfang, hoffe ich, ja? Super. Sehr so, schön. Astrid, ja, wir sind auch bereit und bereit. Jetzt kommt sie nämlich, unsere Sensation. Ja, das gab's noch nie, das wird es auch nie wieder geben. Jetzt kommen die Talk Dot All-Stars und wir haben als Sänger außen Sven Lauer von Jupiter Jones. Dann in Rot, wir haben Sascha Eigner an der Gitarre von Jupiter Jones. Wir haben unseren Tomate von Horse with No Name Orchestra. Yes, am Schlagzeug! Und wir haben Markus Großkopf von der Band Helloween am Bass. Und wir haben Gunter Gabriel an der Gitarre und am Gesang. Und jetzt gibt es Johnny Cash und Ring of Fire. Und wir von Talk Dot, Böge, Rolle, Dirmeier sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Love is a burning sheen, and it makes a fiery ring. bound by widest eye. I fall into the ring of fire. Yes. I fell into the burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. One more time. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Und jetzt in Deutsch, dass ich extra für ihn übersetzt habe. Heiß wie ein Feuerring ist das, was ich euch sing. Ich sing, woran ich glaub, verbrenne ich auch zu purem Staub. Hey! Spring mit mir durch einen Ring aus Feuer, komm und such das große Abenteuer. Oh, brenn, 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 du Ring aus Feuer, du Ring aus Feuer. One more! Brenn, 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 du Ring aus Feuer, du Ring aus Feuer. I fell into the burning ring of fire, went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring. Und jetzt du ganz alleine. Burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Oh, it's original Johnny Cash. And it burns, 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 the ring of fire. All right. The ring of fire. Hello, I'm Johnny Cash. Mit mir durch einen Ring aus Feuer, komm und such das große Abenteuer. Oh, brenn, 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 du Ring aus Feuer, du Ring aus Feuer, yeah!